Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir euch einfach zeigen, wie man eine Hollywood-Schaukel selber bauen kann. Und das ist die, schaut es euch einfach mal an. Wir starten auch direkt. Zuerst habe ich mit dem Unterteil der Schaukel angefangen. Da musste ich erstmal ein Rechteck zusammenschrauben und da schneide ich erstmal die Seiten. Ich habe es angepasst, so dass es eine Matratzengröße am Ende sein soll. Einmal die Längsseiten, zwei Stück, die sind genau 2 Meter lang. Und die Kurzseiten, die dazwischen kommen. Es kommt darauf an, was für eine Matratze ihr habt oder beziehungsweise was für Matratze ihr benutzt. Ich habe 2 Meter mal 80 genommen. Das ist die Größe der Matratze. Jetzt kommen da solche Streben rein. Das werdet ihr gleich sehen. Dass es am Ende sozusagen aussieht wie ein Lattenrost. Beim Bett auch. Nur, dass es halt etwas stabiler ist. Ich habe zuerst 5 Streben reingeschraubt. Das war noch ein bisschen zu wenig. Dann habe ich das alles nochmal verdoppelt. Zuerst habe ich aber die Ecken alle miteinander verschraubt. Ich habe überall bei diesen Rost 4x60er Schrauben benutzt, verzinkte mit einer Bohrspitze, so dass man die auch nicht vorbohren muss. Die bohren sich selber vor und dadurch platzt das Holz auch nicht auf. Pro Dachlatte habe ich immer 2 Schrauben pro Seite geschraubt. Jetzt kommen wir einmal zu dem Seitenteil, das etwas komplizierter war. Da kommt eine Schräge rein von, ich habe 102 genommen, 102 Grad. Normalerweise ist eine Sitzposition zwischen 108 und 115 Grad, aber da ich das Ding ja noch am Ende noch leicht kippe, das werdet ihr auch noch sehen. Deswegen habe ich nur die 102 Grad genommen. Davon für die Rückenlehne habe ich 5 einzelne Streben genommen. Die habe ich dann von beiden Seiten geschnitten. Erstmal auf 61 und später kam der Keil, der unten abgeschnitten wurde, dann kam. Dadurch bin ich auch auf 60 gekommen. Jetzt habe ich einmal die Position einmal ermittelt und habe die einmal verteilt, damit ich genau weiß, wo die sich befinden. Das sind jetzt 4 Stück und da kommt der fünfte auch direkt dazu. Jetzt habe ich solche Schrauben genommen, das sind, ich sag mal, 8 mal 170 Länge. Ich habe vorher solche 2 Bretter drunter gelegt, damit ich, wenn ich jetzt bohre, nicht in die Erde reinbohre. Ich bohre vor mit einem 6er Bohrer, genau da, wo die Streben am Ende sitzen werden. Muss man als erstes zuerst die unteren Seiten, die mit dem Keil, einmal verleimen, damit die auch wirklich flächig hinterher auch anliegen, wenn die Schrauben auch später richtig angezogen werden. Die Schraube habe ich vorher vorgebohrt, die da jetzt auch drin steckt, die man sieht, in eine bestimmte Richtung oder in einen bestimmten Grad, damit die auch genau da reinkommt, wo die hin soll. Diese Schraube habe ich nur genommen, damit dass es einfach nur fixiert ist, damit ich hinterher nur noch die obere Latte, gleich werdet ihr das sehen, schrauben kann. Das ist alles noch ein bisschen wackelig. Aber hinterher wird es auf jeden Fall stabil. Wenn die alle Seiten dann verschraubt sind,
diese 5 Streben, habe ich dann die Latte genommen und alle 5 miteinander verbunden. Die Länge habe ich natürlich vorher ermittelt. Die kann man einfach nachmessen von der ersten bis zur letzten. Und ich hatte da 1,31 Meter. Es sieht alles ein bisschen komisch aus noch, weil es nicht komplett bis zu den Seiten hingeht, aber ihr werdet noch sehen, warum ich das nicht komplett bis zu den Seiten gemacht habe oder bis zu den Rändern. Dann habe ich die auch nochmal vorgebohrt, weil die Löcher, die wir vorher schon vorgebohrt haben oder die ich vorher schon vorgebohrt mit 6, habe ich jetzt 90 Grad Winkel, so dass ich nochmals vorbohre, aber direkt dann in die Schräge mit rein, damit ich die Schraube, die ich da jetzt festziehe, einfach nur noch reinschraube, damit die 90 Grad zu der unteren Ebene ist. Da der Akkuschrauber nicht so viel Power hat, beziehungsweise ich den nicht wirklich kaputt machen möchte, habe ich alle danach nochmal mit einer Ratsche rangezogen, die Schrauben. Als das dann soweit war, habe ich Winkel vorher, die 90 Grad waren, auf 102 Grad einmal größer gebogen, den Winkel. Jetzt schraube ich die von innen fest, weil da die größte Hebelwirkung ist, wenn man drauf sitzt und sich mit dem Rücken anlehnt, ist da die größte Hebelwirkung, und da ich die Hebelwirkung so gering halten wollte wie möglich, kamen da nochmal überall komplett diese Winkel rein, die auf jeden Fall mehr stabilisieren. Auch diesen verzinkt und habt ihr auch mit verzinkten Schrauben festgeschraubt. Die Schrauben waren 3x25. Jetzt muss ich die Rückenlehne einmal noch ausbauen. Die ist jetzt nur so fixiert, ist aber nicht ganz fertig, deswegen brauche ich noch, weil eine Leiste ja oben lang geht, habe ich mich dafür entschieden, dass ich noch 3 weitere, die nach unten verlaufen, mache. Deswegen habe ich da noch 3 weitere Leisten zugeschnitten auf 1,31 Meter. Ich habe an den Seiten die Schrauben schon leicht vorgeschraubt, so dass ich jetzt beim Halten die einfach nur noch versenken muss ins Holz. Habe ich den einmal gekippt, so dass ich gleich einfach leichter ab zum Schrauben. An den Seiten habe ich jeweils immer 2 Stück benutzt. Auch wieder 4x60 verzinkt. Und in den einzelnen, in den mittleren Bereichen habe ich dann immer jeweils eine Schraube verschraubt. Das sieht ein bisschen vielleicht komisch aus, aber das erklärt sich gleich alles noch von selber, weil es große Kisten an den Seiten sind. Ihr habt gerade gesehen, dass die Seitenteile, ich gerade gemessen habe, die Leisten. Jetzt kommen da 5 Löcher rein, da wo später die Seile durchlaufen werden. Das Loch, was ich da mache, ist ein 25er und ich habe einen 24er Durchmesser Jute-Seil bestellt. Deswegen passt das eigentlich relativ gut dadurch. Es quetscht sich leicht, aber das passt sehr gut. Braucht pro Leiste, pro Seite 4 Stück, deswegen auch die 4 Löcher.
legt euch am besten was drunter, wenn ihr sowas macht, weil sonst rannst das unten alles raus, euch bricht das alles raus, deswegen habe ich auch so ein Holzteil drunter gelegt. Jetzt habe ich für eine 100er Schraube einmal die Löcher vorgebohrt, damit das Holz nicht aufplatzt, wenn ich das gleich verschraube. Ihr werdet gleich sehen, wo ich die Schrauben, warum ich die platziere, so ungefähr 8 Stück pro Seite, damit ich auch wirklich Halt da reinbekomme, weil da die meiste Kraft oder das Gewicht am meisten drauf drückt. Das ist jetzt die Leiste, die wird auch mit Leim einmal vorgestrichen, damit die flächig aufliegt. Da habe ich zwei kleine Leisten drunter gelegt, damit ich direkt auf die Höhe habe. Dann braucht man die nur noch dranlegen und dann kommen die Schrauben komplett durch die beiden Holzteilen durchgehen. Wenn die dann soweit drin sind, kommen dann nochmal M8 Schrauben rein, die komplett die beiden Sachen mit einer Mutter zusammenziehen sollen, damit ich wirklich auf der sicheren Seite bin, dass die Teile auch halten, dass die nicht brechen werden. Die werden einfach hinten mit einer Mutter gekontert und komplett festgezogen. Das macht man an beiden Seiten. Man sieht auch schön von den Seiten die vier Löcher für die Seile. So, jetzt kommen die Seile. Die habe ich jeweils 4 Stück 2,50 Meter geschnitten. Ich habe 20 Meter bestellt. Das sind solche Laschen, die das Seil unten festklemmen sollen, sodass die nicht durchrutschen. Das zeige ich euch jetzt, weil ich das sowieso ja festschrauben muss. Es gibt gleich noch eine Nahaufnahme, damit man es besser sieht. Die werden da durchgeschoben und von den Seiten einfach dann festgezogen, sodass sie sich zusammenquetscht. Weil ich die auch losschrauben kann und die relativ beweglich sind, kann ich damit auch die Höhe einstellen. Deswegen brauche ich oben keine Höhenverstellung mehr einzubauen. Ich stelle die Höhe mit diesen Dingern ein. Das werdet ihr auch gleich noch sehen, wie ich die Höhe einstelle, indem ich einfach unten löse und das Seil nach unten ziehe oder nach oben ziehe und somit meine Höhe und auch das Gleichgewicht einmal halte. Jetzt kommen dann nur noch Karabinerhaken dran, überall pro Seil 2 Stück. Man sieht 4 Seile, in Wirklichkeit ist ein Seil, was einfach ein V macht und oben beim V oder an der Spitze kommt dann dieser Karabinerhaken dran. Dann habe ich solche, ich habe euch das angebildet, solche Fischerdübel, das sind solche Ringe, die habe ich oben festgeschraubt. So eine Art Schaukel, die man als Karabiner einfach nur noch da reinhaken muss. Jetzt stelle ich die Höhe ein. Die Höhe einstellen ist nicht so angenehm, wenn man hin und her laufen muss, bis man die exakte Höhe erreicht oder die Position, die man wirklich braucht, hat. Jetzt habe ich die äußeren Seilen zuerst festgemacht, damit ich gucken kann, okay, ob es alles passt von der Höhe. Und dann habe ich nur noch die mittleren Seile. Wie man sieht, jetzt sieht man natürlich 4 Seile. Das sind in Wirklichkeit 2, die einfach oben lang gehen. Die werden auch festgezogen, sodass sie leicht auf Spannung sind.
Dann habe ich ihn einmal noch per Wasserwaage ausgerichtet, sodass er auch wirklich eben ist. Und die Überreste, die unten runterhängen, wollte ich nicht abschneiden, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das vielleicht weggebe oder sonstiges. Und was für eine Höhe, ob ich da vielleicht doch irgendwann eine andere Höhe mache oder nicht. Deswegen habe ich die unten festgeschraubt, sodass ich immer wieder und jederzeit eine andere Höhe nehmen kann, übernehmen kann, dass es flexibel bleibt. Jetzt kommen nur noch die Matratzen dran. Die Kissen werden draufgelegt, deswegen auch dieser große Abstand an den Seiten, weil die Kissen meterlang sind. Man kann natürlich auch kleinere Kissen nehmen und die hintere Lehne natürlich bis nach außen laufen lassen, das geht auch. Und man kann viele verschiedene Sachen mit diesem Ding machen. Das ist ein schönes Teil, so eine Schaukel, ob man da am iPad sitzt und was gesucht oder einfach zusammen einen Abend verbringt. Oder einfach mal die Kinder drauf lässt. Ja, und das war's mit diesem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Schaukel hat uns auf jeden Fall gefallen, gefällt uns immer noch und deswegen abonniert uns einfach und wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis dann.